Ordnung. Wow! Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ich öffne Fanpakete und hätte die nicht essen sollen? Man isst Pakete? Okay, ich habe meine die ganze Zeit falsch verwendet. Neu, mit Trinköffnung. Oha, der hat einfach eine Trinköffnung, Alter. Was ist das? Latte Macchiato. Oh. Ich mag lieber... Doch, diese Trinköffnung. Ja, heute... Scheiße, ich habe kein Anschaumaterial. Die sind echt mega geil, Alter. Ich nehme mir Fanpakete aus, die 7 Monate alt sind. Hoffentlich ist da nichts zu essen drin. Sonst kann der Versender diesmal nichts dafür. Mal stell dir mal vor, der hat eine frische Orange reingetan und du packst die 7 Monate später aus. Ey, wenn ich ein Paket kriege, ich kann gar nicht erwarten, das auszupacken. Weil manchmal bestelle ich wirklich, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit, bestelle ich so viel, dass ich gar nicht mehr weiß, in welches Paket was drin ist oder was ich überhaupt bestellt habe. Stehen schon seit 7 Monaten in meinem Zimmer und ich muss schon ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer komme, muss ich fast kotzen. Also ihr könnt es nicht riechen, aber die... Das wär's ja, wenn es so Geruchsmonitore jetzt geben wird und Geruchskameras, dass der Geruch in die Kamera reingeht und aus dem Monitor wieder rauskommt. Ich würde kein Video mehr gucken. Das stinkt extrem. Also das stinkt... Also wie kann man da in dem Zimmer noch wohnen? Eins von diesen Paketen ist kein Fanpaket. Ich hab mir auch einen Koffer ersteigert. Den machen wir später auf. Da ich sehr davon ausgehen werde, dass in diesem Video wieder... Was ist das jetzt? So ein Mystery-Koffer? Wie damals die Mystery-Boxen? Jetzt sind's Mystery-Koffer. Guck dir, ob das jetzt eine Verbrannung... Wo Luca lauter Klopapier drin hatte. ...die Badewanne ist oder mein Haus abfackelt, möchte ich mich schon mal finanziell absichern. Und zwar mit Schub. Schub ist das größte deutsche Cashback-Portal. Das heißt, wenn ihr über Schub bei einem von 2000 Partnern etwas einkauft, kriegt ihr... Geht zurück. Es ist ganz simpel, ihr müsst euch nur... Hab ich mal probiert, macht keinen Sinn. Also ich fand da... Also was, wenn ich was bestellen wollte, wie Amazon war da bei mir zum Beispiel gar nicht dabei. Ist jetzt zwar schon eine Weile her. Bei irgendeinem Shop, wo ich bestellt habe, da gab es bloß 1%. Das hat sich eigentlich gar nicht gelohnt. Nur registrieren, dann auf einem Shop gehen, wo ihr etwas kauft. Ah, Zalando, Lieferando ist gut. Das gab es bei mir damals auch nicht, wo ich da drin war. 4% Cashback. Ist auch nicht gerade viel. Aber immerhin was, wenn du öfter bestellst, lohnt sich. Ja, dann ist es schon geil. Möchtet. Hier zum Beispiel bei Lieferando bekommt ihr 4% von eurer Bestellung zurück. Klickt auf Cashback aktivieren und könnt wie gewohnt etwas bestellen. Es ist nichts anders, außer, dass ihr Geld zurückbekommt. Also hat er mir einfach ein Metallstück geschenkt. Was ist das, Mann? Ich habe jetzt was für 14 Euro bei Lieferando bestellt und bekomme 56 Cent zurück. Schub finanziert sich einzig und allein davon, dass sie eine kleine Vermittlungsprovision von den Partnern erhält. Das heißt, es gibt keinen Datenhandel. Das ist das. Naja, mit dem Datenhandel glaube ich nicht so. Ist jetzt zwar nicht so schlimm, weil alleine wer auf Facebook registriert ist, den sollte das nichts mehr ausmachen. Aber sonst, ist halt wirklich so, die finanzieren sich wirklich durch sowas, dass sie dich vermitteln und durch den Klick auf den ihr Link und den Kauf dann auf diese Seite, kriegen die halt einen Anteil von dem Verkauf und du kriegst dann von dem Anteil, den die kriegen, die 4% wieder zurück. Eigentlich ein cooles System, ne? Es ist ein simples System, dass man gut Geld verdienen kann. Eigentlich wirklich krass. Ihr müsst nicht eure Kontodaten angeben oder irgend so eine schäbige Kacke. Es ist alles legitim und fair. Und wenn ihr euch über meinen Link in der Beschreibung registriert, bekommt ihr gratis 10 Euro geschenkt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist über Schub einen Einkauf tätigen mit einem Mindestbestellwert von 10 Euro. Das heißt, ihr könnt etwas für 10... Na gut, wenn ich bei Lieferando bestelle, bin ich da schon drüber. Aber ich darf eben durch meine Diät nicht mehr bei Lieferando bestellen. Weil ich sonst immer eine Pizza bestelle. Und so eine Pizza hat schon über 1000 Kalorien. Dann trinke ich hier mein Energy. Gut, der hat nicht viel. Der hat bloß 46 auf 100 Milliliter und das ist bloß eine 250 Milliliter Dose. Also so ungefähr, rechnen wir mal, 50 Kalorien pro 100 Milliliter. Das sind dann 125 ungefähr. Jetzt ziehen wir halt noch 16 Kalorien ab und dann haben wir den genauen. 10 Euro bestellen, bekommt dann 10 Euro zurück und die Bestellung ist praktisch gesehen... Gratis! Fangen wir jetzt wirklich 16? An mit dem... Habe ich 16 gesagt oder habe ich jetzt 12 gesagt? 12 habe ich gesagt, ne? Video. Okay, dann packen wir mal das erste Fanpaket aus. Das ist von Reichard Hartweg. Aha. Ah, nee, das ist seine Adresse. Aha, sehr cool! Wir haben hier einmal... ein ausgetrocknetes Feuchttuch oder was? Und ein Messer. Etwas, was ich mir immer schon gewünscht habe. Ein Messer. Vielen lieben Dank, Reichert. Das hat mich sehr gefreut. Als Ersatz habe ich mich auch gefreut hier. Das Paket ist eigentlich vom Haufen hier, von Kacke und Bombenhaufen. Ich habe eigentlich von Kacke und Bombenhaufen. Ich frage mich gerade, ob der Hintergrund nur so für die Videos dekoriert ist, bis auf die Sticker, die an der Scheibe kleben.
wo sich die Leute von draußen mit, na gut, von draußen sieht man die ja nicht, sieht man bloß weißen Fleck. Aber ob der Hintergrund wirklich so ist, hinten der PC-Tisch und die Blumen so, ey, wenn dann, ist geil, Alter. Ist wirklich stylisch. Ich mag Blumen. Voll vergessen, warum dieses Pflanzen Paket auf so. Dem Kackhaufen war. Okay, wir gucken mal rein. So, wir haben hier einmal zuerst einen Brief, bin ich mal gespannt. Hey Elias, ich bin Jenny, bin 15 Jahre alt. Deine Videos haben mich echt immer zum Lachen gebracht, vor allem in der Zeit, aus, in der ich am meisten gemobbt wurde. Durch dich wurde ich noch mehr gemobbt. Wir haben hier einmal, hat die gerade gesagt, durch dich wurde ich noch mehr gemobbt? Warte mal. Am meisten gemobbt wurde, durch dich wurde ich noch mehr gemobbt. Wir haben hier einmal... Macht total Sinn! sehr coole Schokolade. Die Arme, Alter. Das schmeckt tatsächlich ziemlich gut, obwohl es 7 Monate alt ist. Eistee? Ist das echt schon 7 Monate her, oder die Pakete, die gekriegt hat? Okay, die Schokolade hat 7 Monate gehalten, aber das hier nicht. So, dann... Ich mag den Eistee aus der Dose sowieso nicht. Ich hab mal sogar Capri-Sonne. Jeder kennt Capri-Sonne. Hab ich mal aus der Dose probiert. Das schmeckt ekelhaft. Vor allem, weil da auch Kohlensäure drin ist, solche Dinge, hä? In normaler Capri-Sonne ist da keine Kohlensäure drin. Wieso ist in der Dose Kohlensäure drin? Das macht den Geschmack kaputt. Also fand ich zumindest. Dann haben wir einmal noch M&M's. Oh, die stehen drauf. Cool. Hoffe, du hast eine... Kann ich auch nicht mehr essen, Alter. Ich wollte mir letztens eine Packung holen. Da gucke ich hinten drauf. Ach, hier steht sogar. Hier. Auf 100 Gramm 215. Na gut, das sind 200 drin. Wenn du die mit Eimer frisst, oh ja. Wenn du dann noch so eine Pizza von Lieferando hinterher und das Ding, da hast du schon 500 weg an den, 1500 weg an den Tag, Alter. Ah, hier steht kurz sogar die Gesamtzahl, 516. Eine Nussallergie. Wir haben hier einmal eine... Ich glaube, jetzt habe ich die Kamera falsch gehabt, hä? Ich muss mal kurz gucken. Also. Was ist hier drin, Alter? Was ist das? Mach mal auf hier. Jetzt fällt mir jetzt erst auf, dass das so ein Yoshi-Geräusch ist. Ever. Ich glaube, ey, das hat so gestunken. So, wir haben einmal eine, ich weiß nicht, ein Gummiband. Was mache ich hiermit? Für die Zukunftsplanung. Leider bin ich steril. Dann haben wir noch ein. Das sieht aus! Für ein romantisches Bad. Das sieht aus! So. Sieht so mit durch die Brille so wie so ein Harry Potter auf Wish bestellt, die Lego-Haare und ein Schnuller im Mund. Das ist geil. Schmeckt tatsächlich sehr salzig, aber schmeckt nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schmeckt Seife schon immer so gut? So, dann haben wir einmal... Ich wasche mein Obst auch ständig mit Seife ab. Mir wurde immer gesagt, ich soll das Obst abwaschen. Ein Ingwer-Shot? Okay. Okay, cool. Nein, trink das nicht! Das an den Butter. Das kannst du doch nicht bringen. Pass auf. Ich habe da irgendwas getrunken, was kein Ingwer-Shot war. Also das halte ich für ein Gerücht, aber gut. Ich würde das sehr gerne essen, aber ich weiß, dass es giftig ist, deswegen tue ich das nicht. Hier haben wir noch Lippenstift. Jetzt hat es sogar in der Haare. Oh, ich scheiße mich da hinten voll. Ja, friss so, das. Erstmal Lippenstift, das war kein Lippenstift. Das ist WC-Duftstein. Fehl im Ganzen. Das kann ich sogar gebrauchen, weil ich muss gleich richtig hart scheißen. Was mach ich? Ja, bei dem, was der gerade alles frisst, würde ich auch hart scheißen müssen. Nur ob es rauskommt, ist die Frage. Wie eigentlich? Wie funktioniert das? Wie geht das? Das ist Nähte? Was ist das? Und dann haben wir noch einmal einen Kaffee mit einem Sieb. Kaffee mit einem Sieb. Ich frag mich eigentlich gerade, ob er wenigstens schon ein RTW unten vor der Tür bereitstehen hat und ob der im Krankenhaus schon ein Stammgastbett hat. Vielen lieben Dank für den Kaffee, hat sehr geschmeckt. Ein Bild von Kevin. Und, was ist das? Isana Dekolleté Serum. Was? Ja, das braucht er auf jeden Fall. Natürlich. Schmeckt aber nicht so gut. Na gut, vielleicht wird es dann von innen schön. Wir haben eine Klingel. Dann war's das auch schon. Dankeschön an Need to Know Edits für das schöne erste Paket. Ach ja, und um das Video noch ekeliger zu machen, habe ich mir zusätzlich noch fremde Reisekoffer ersteigert. Hier ist... Wo kann man fremde Reisekoffer ersteigern? Die sind geklaut und du kannst sie irgendwo kaufen oder was? Noch der andere Koffer. Die machen wir gleich auf. So, 100 und jetzt komme ich erstmal auf. Das sind wie Mystery Boxen, Alter. Bloß, dass es da 500 und 1000 Euro Dinger gab. Willst du nie kaufen, Alter? Na, vielleicht schon. Nee, eigentlich nicht. Nein, das ist...
ist aber gut. Okay, oh. Wir haben jetzt 2 Tage später, weil mir nach dem Paket echt übel wurde. Ich glaube, der Eistee war wirklich abgelaufen. Und ich habe den... Ich bezweifle gerade, dass das irgendwie an den Eistee lag. Aber gut, okay. Man kann es ja mal so hinnehmen. Für die Wissenschaft. Toilettenstreifen nicht abgekommen. Der geht nicht ab, Mann. Naja, wie... Warte mal, da ist er jetzt nicht 2 Tage mit den Toilettenstreifen rumgerannt. Wie mach's sein, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. Dieses wunderschöne Paket hier. Zeig ich nicht, Alter. Jetzt, ey, das war doch... Er hat doch gerade noch... Das kann nicht normal sein. Ja, mal zu kosten, ob es immer noch schmeckt. Okay, das schmeckt echt nicht so geil. Wofür ist das überhaupt? Was ist das? Für Brust, Dekolleté und Oberarme. Ey, mir wird schon schlecht, wenn ich alleine daran denke, dass er das gefressen hat. Ja, von... So, es sind wieder 2 Tage vergangen. Beim ersten Mal war das nur ein Scherz, aber ich bin jetzt dieses Mal wirklich krank geworden. Übrigens, das Mädel vom Paket vom eben hatte auf einem Brief ihre Nummer dabei gepackt. Also noch 2 Tage das Zeug da drinnen vergammeln ist jetzt noch... Mann, das Zeug ist jetzt also noch 2 Tage länger vergangen. So. Ich ruf die einfach mal an, gucken, was sie sagt. Oh. Hallo? Hier ist Need to Know, dort ist deine Nummer auf diesem Brief geschrieben. Oh mein Gott, du hast mich angerufen! Oh mein Gott! Ich liebe deine Videos, ich gucke deine Videos schon vor langem. Ich hab dein Dekolleté-Serum gegessen. Die Frage ist überhaupt, warum schickt sie ihn sowas? Und er kommt einfach so, ruft an, ich hab dein Dekolleté-Dings gegessen. Perfekt, Alter! Sehr gut. Ich hätte auch nicht anders geantwortet. Das ist ein bisschen unangenehm. Dieses Paket sieht echt gut aus. Hier sind alle Insider von meinen Videos drauf. Einmal eine Katze, sitzende Taube, Mandarine. Das Serum war nicht echt, bitte nicht nachmachen. Das war aber klar, aber trotzdem ist es lustig. Mandarine, das ist echt, das sieht echt gut aus. Vieles von dem, was der bestimmt so isst, was man nicht essen sollte, ist nicht echt. Da ist was anderes drin oder so, oder die Aufkleber ausgetauscht. Also... wirklich mit Vorsicht behandeln. Gut, das werde ich ausnahmsweise mal nicht verbrennen. Wir haben hier einmal... Oh, Socken! So, dann haben wir noch eine zensierte Banane. Ich meine, wer das Zeug frisst, der hätte sich doch schon 3-mal übergeben. Glaube ich. Dann haben wir noch einmal, keine Ahnung, was das hier sein soll. Gustavs Cat Dreams für ein richtiges Leben als Katze. Was hat die mir hier für Furry-Dinger geschickt? Anscheinend soll ich jetzt eine Mandarine zum Furry machen. Das kann ich sehr gerne machen. Ey, das ist schon echt ziemlich cool. Warte, ich muss noch ein Gesicht zeichnen. Das kannst du auch nicht lange aufheben. Haben Katzen Nasen? Hier Nein. Einmal eine Katze. Die Nase ist perfekt. Hier. Oha! Einfach meine Lieblingsserie. Oha, wie gut. Oha, wie schön. Etwas Normales ist da drin. Ein etwas normales, mäßiges Objekt ist im Paket. Ich weiß es nicht. Das werde ich nicht kaputt machen, Mann. Es können auch tolle Geschenke dabei sein. Es muss keine verschimmelte. Das werde ich nicht kaputt machen. Beste, Alter. So als ob ich mache alles kaputt. Schickt mir mehr. Alte Mandarine sein. Keine Ahnung. Was liegt denn da jetzt rum? Was das sein soll. Das riecht gut. Ich glaube, das sind Blumen oder so. Blumen? Ja, das sind Blumen. Und das daneben, was ist das? Ja, dann würde ich sie natürlich auch fressen. Das ist ganz normales Blumenverhalten. Was ist das? Wie so ein Kleinkind. Erstmal kosten. Das kann man aber nicht essen. Was ist das? Lavendel und Nelke. Lavendel hat noch gut geschmeckt, aber die Nelke... Okay, machen wir direkt weiter. Ich habe gerade Bock auf einen Koffer. Also, wie gesagt, das hier sind verlorene Koffer, die monatelang bei der Deutschen Bahn standen, aber nie abgeholt wurden. Ich habe mir die legal okay. Für 350 Euro ersteigert. Die kann man echt kaufen, wenn die keine abholen? Also, ich kenne das zum Beispiel bei Fahrrädern, die gefunden werden und abgegeben werden bei der Polizei oder bei der Stadt oder so, wo auch immer die man abgeben kann. Oder verlorene Fahrräder, ist ja selber. Dass man die Monate oder Jahre später, wenn sie keine holt, wenn sich keine meldet, kriegen die neue Rahmennummer, werden neue Papiere ausgestellt und dann kann man die dort kaufen für ein paar Euro. Das kenne ich zum Beispiel. Hat auch ein Kumpel von mir schon gemacht. Der hat ein richtig geiles Mountainbike gefunden. Das hat er für 20 Euro gekauft. Das war bestimmt so ein Mountainbike, was 300 Euro wert war. Also so sah es auf jeden Fall aus. Noch fast wie neu.
Also meckert jetzt nicht rum, wenn aus Versehen hier irgendetwas kaputt geht, weil ich bin der legale Besitzer hiervon. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Wer hat... Von den Koffer oder auch von den Inhalt? Das ist eine Frage, die man stellen sollte. Stand auch da, dass man den Inhalt mitkriegt oder dass man nur den Koffer kriegt und den Inhalt zurückschicken soll? Denn hier seinen Koffer vergessen. Also, wir haben hier einmal Schuhe. Oh, die... Stell dir vor, du kaufst so einen Koffer und da sind auf einmal lauter... Wie soll ich das sagen? Frauenspielzeuge drin, die bananenähnliche Form haben. Sehen cool aus. Die sind ein bisschen eng, aber... Sollten gehen. Dann haben wir noch einmal eine Tasche. Da hast du dann krumme Zehe, wenn du damit rumläufst. Oha, die sieht voll cool aus. Eine... Einfach ein Spielzeug, einfach ein Ei, das ist nicht ausgepackt. Ich hab noch nie einen erwachsenen Mann gesehen, der sich so über Spielzeug freut. Das ist noch neu. Was ist hier drin, Mann? Wie geht das auf? Ich glaube, das ist einfach so, wie oder? Wie geht das auf? Was mache ich mir mit? Das ist einfach nur. Das ist einfach nur ein Plastikei. Ja. Da. Na gut, wenn du es so haben möchtest. Oh nein, er holt einen Hammer. Oh nein. Oh oh! Der Tisch! Der Tisch! Er lebt noch. Nein! Da ist irgendwas drin. Ich schwör's euch, da ist irgendwas drin. Ich mach keinen Spaß. Nein, bitte nicht, der Tisch! Jetzt ist ein Loch drin! Jetzt ist ein Loch im Tisch! Sehr gut! Das hat man auch noch nicht! Das ist geil! Oh, die Tischdecke ist stabil, Mann! Das Ei auch. Wir haben hier einmal Bruno Banani Parfüm. Oh. Das, das sollte man nicht machen. Das ist ganz gefährlich. Riecht tatsächlich ziemlich gut. Wir haben hier da noch eine Puppe. Ach, das arme Kind, Alter. Also nicht die Puppe, aber das Kind, das das verloren hat und seine Puppe sucht. Die werde ich ausnahmsweise nicht kaputt machen, weil ich dann wahrscheinlich ein Kind zum Weinen bringen werde. Wir haben noch Schuhe. Na gut, die hat ja den Tisch kaputt gemacht, nicht die Puppe. Crocs? Oha! Hä, die passen! Ich kann das sogar gebrauchen! Ein Haarband? So als ob, ich kann mir keine Schuhe leisten. Oh, das sieht stylisch aus. Eine Sonnenbrille? Also passt jetzt gut zu den Hemden. Noch eine Sonnenbrille? Zu den T-Shirt, ja, und zu der Sonnenbrille. Noch jetzt eine Sonnenbrille? Ich kann... Jetzt sieht er aus wie Sandra für Arme. Ich kann gar nichts mehr sehen. Das hier ist ein, keine Ahnung, ich kann nichts sehen. Ein Pyjama, ein Schlafanzug. Hier ist sogar noch neu! Ich muss ehrlich sagen, das ist ziemlich drippy, oder? Das soll ein Pyjama sein, Alter, also was würde ich nicht anziehen. Das würde mich stören, als wenn hier so wie ein Hemd ist, wie so ein Anzug und dann noch Knöpfe dran. Das würde mich extrem stören. Ich stell mal den Koffer im Hintergrund hin, damit man mehr Platz hat. Eine 10-Cent-CD, was ist das, Mann? Koffer hat einen Geringverdiener gehört. Super für Spieleabende und lange Autofahrten. Das große Familienquiz. Du, Gott sei Dank gibt es heutzutage Handys. Wo willst du die CD noch reinstecken? Gibt's überhaupt noch sowas wie... Wie hießen die Dinger? Discman? Gibt's sowas überhaupt noch? Nee, jetzt, das ist eine ehrliche Frage. Gibt's solche Dinger überhaupt noch? Werden die überhaupt noch genutzt? Ich meine, man hat doch heute Handy oder wenn, dann MP3-Player. Wobei, mit MP3-Player sieht man eigentlich auch noch kaum jemanden. Oder? Gibt's noch Leute, die MP3-Player benutzen? Ich meine, du hast dein Handy, du kannst Bluetooth-Kopfhörer dran machen oder einfach Kopfhörer reinstöpseln. Das ist doch viel bequemer. Auf dem MP3-Player kannst du zum Beispiel kein YouTube oder Spotify machen. 21 Gründe, wieso es nicht falsch ist, seine Cousine zu heiraten. Das ist nicht auf der CD. Mit als Gast meine Cousine. Grund Nummer 21. Jetzt wissen wir warum. 20. Er fängt mit Grund Nummer 21 Was an. Was ist das denn für eine Familienquiz-CD? Haben wir noch eine Badeente? Ich weiß nicht, wo die schon gewesen ist. Eigentlich will ich es nicht wissen. Die ist stylisch. Einfach der krasse Boss. Oh, ein Poncho. Das kann ich tatsächlich gebrauchen. Hier sind Sachen drin, die man tatsächlich gebrauchen kann. Und irgendwie stört mich das. Warum stört einen das, wenn da Sachen drin sind, die man gebrauchen kann? Wo? Er findet nicht mal das Loch. Eine Menge Socken. Von Teddy, Socken. Alter, welcher Geringverdiener kauft bei Teddy ein, Mann. Wir haben hier Schuhe. Socken bei Teddy? Alles klar, okay, das jetzt ist aber aus. Jetzt war's das. Das war's sofort. Oh, jetzt habe ich mir hier drückt, jetzt werden hier Untertitel angemacht. Herren Sportschuhe. Komischerweise passen diese Schuhe mir. Übrigens ist es vollkommen okay, wenn ihr bei Teddy einkauft. Also es ist okay, ein Geringverdiener zu sein. Dann haben wir hier einen Haufen Servietten. Wer auch immer. Also,
Bei Tätifee kriegt man wirklich viel Kleinkram. Okay, es ist wirklich schön dort. Man kriegt viel Dekoration, wenn man welche braucht. Wie das hier hinten, die ganze Deko. Die habe ich auch aus Teti, bis auf die Pokémon und die Minecraft-Figuren. Weil ich mir vorstellen kann, dass es die auch so... Scheiße, geht nicht. Achso, ich habe ja manuell Fokus. Dass es die auch bei Teddy gibt. Bei Rewe und bei Rossmann gibt es die, glaube ich, auch. Oder gab es mal. Ich weiß nicht, ob es die noch dort gibt. Aber bei uns liegen die zurzeit bei Rewe rum. Wer Vietten mit in den Urlaub nimmt. Übrigens, das Ganze ist komisch. Wer nimmt eine Lichterkette und eine Badeente? Wer nimmt eine Badeente mit in den Urlaub? Vielleicht wurde sie aber auch dort gekauft und wollte mit nach Hause genommen werden. Oder aus dem Hotel geklaut. Kannst du nicht eine Woche ohne deine Badeente leben, Alter? Was ist das, Mann? Eine Michael Kors-Tasche. Da ist leider nichts drin. Das wär's, ich nicht, ja. Will ich nicht. Geringverdiener. Oha! Ein Manga! Oha! Wow! Ich hab keine Ahnung, was das für ein Manga ist, aber sieht ziemlich cool aus. Wir haben den dritten und den vierten Teil. Dann haben wir hier noch... Der Arme, der das verloren hat, der beißt sich jämmerlich im Arsch. Fabian Designerglanz. Strumpfhose, ne? Strumpfhose! Oha! Ich wollte schon immer mal eine haben, Mann. Ich wollte schon immer... Frag Mama! Ist nur für ein Bein? Nur für ein Bein? Welcher Mensch... Holt sich eine Strumpfhose für ein Bein? Mann. Nein, das ist für was zwei. Was mache ich hier mit? Oh, nee, da sind zwei Beine. Okay, never mind. Oh, Alter, ich Gänsehaut, wenn der sich so anzieht. Hier, Alter. Kranker Scheiß. Ich mag so einen Stoff überhaupt nicht. Das stinkt mehr, als es sollte. Ein Rasierer. Ha, jetzt macht der so noch weiter. Oh, diese Billigrasierer. Oh, vielen lieben Dank für die... Die habe ich damals, wo ich anfangen musste, mich zu rasieren, ich die probiert, Alter. Damit tut man sich ja mehr weh, als man sich rasiert. Ich habe mir dann einen von Dings geholt, von Gillette hier. Die sind richtig geil. Die Rasierer kann ich tatsächlich gebrauchen. Dann haben wir hier noch ein Handy, ein 10-Euro-Handy. Ich weiß nicht, was für kriminelle Aktivitäten du gemacht hast. Damit kann ich das Mädel anrufen vom ersten Paket, ohne dass sie meine Nummer liegt. Das ist... deine SIM-Karte da rein, du Satz. Tatsächlich praktisch. Ja, wenn es ein Nokia ist, hält es auf jeden Fall durch. Dein Messer geht kaputt, wenn das ein Nokia ist. Das ist ein Nokia, ne, ist kein Nokia. Oh, ich habe das Handy zerstochen. Oh, scheiße. Mein Bart ist in den letzten... Es war kein Nokia. ...Monaten echt lang geworden, oder? Mein Bart ist eine Visualisierung dafür, wie stark meine Depressionen sind. Desto länger mein Bart ist, desto stärker sind meine Depressionen. Also da würde ich dir mal wegrasieren, damit die Depressionen mit wegrasiert werden. Ich will meinen komplett weg haben. Ich will dir weglasern lassen. Ich mag den nicht. So, mir geht es gerade scheiße. Vielleicht bringt es dir etwas, wenn ich meinen Bart rasiere. Warte mal. Nein, mir geht es immer noch beschissen. Okay, dieses Schild lasse ich nicht wegrasieren. Wisst ihr, Leute, es kann natürlich auch sein, dass die Person, die diesen Koffer verloren hat, gerade dieses Video sieht. Hm. Aber keine Angst, wenn das so ist und du willst deine Sachen zurückhaben, dann schreib mir einfach auf Instagram. Also, ich würde die danach nicht mehr wieder haben wollen. Vor allem so, wie er sie behandelt hat. Oh, oh. Und ich werde sie dir ehrlich zurückgeben. Und das Handy? Jetzt brennt! Es brennt wieder! Es brennt wieder! Wie willst du das jetzt zurückgeben, wenn es brennt? Jones. Das ist sogar neu. Das hier ist neu. Ziemlich cool. Dann haben wir noch eine Hose kariert. Würde ich tatsächlich tragen. Ich glaube, aber... Und gerade wollte ich noch sagen, bei mir würde der Rauchmelder angehen. Aber das ist für Frauen... Alter, was piept denn hier so, Mann? Was zur Hölle ist das, Mann? Alter, halt dich... Okay, das ist ein Privatrauchmelder, weil unsere darfst du zum Beispiel nicht abmachen, da kriegst du Ärger. Da musst du die Kosten selber tragen für neu anbringen und den Handwerker, der das anbringt. Schnauze! Wir haben wie gesagt dann noch diese karierte Hose. Gucken, ob die mir passt, weil die... Aber es ist genauso, wenn das Ding durchdreht, hat er mir auch mal erzählt, wenn die durchdrehen, er hatte schon welche, die durchgedreht sind, die sind absolut nicht mehr ausgegangen, obwohl nichts war. Und da hatte der Leute, das, die hauen die dann von der Decke, weil sie bekloppt werden. Ich würde das auch machen. Ich sagte, würde ich auch machen. Wenn der nicht ausgeht, dann würde ich den von der Decke ruppen. Der hat der auch gesagt, das ist dann kein Problem, dass die Kosten übernehmen wir dann, weil es war halt ein Defekt. Weil du kannst ja nicht dann zum Beispiel, wenn es Wochenende ist, die ganze Zeit mit den Gepiepse da sitzen. Vor allem, dass die ganze Nachbarschaft hört. Die sieht echt schön aus. Die würde ich halt wirklich tragen, auch wenn es für Frauen ist, die Hose. Hä, die passt mir mega. Die passt ja ultra gut, Alter. Die ist ultra nice, Mann. Was, bitte allein nicht nachmachen, die Hose anziehen? Hat sich der Koffer gelohnt? Der Rauchmelder, Alter. Was hat er jetzt gemacht? Schaut etwas nach. Ah ja, okay. Solange es in Ruhe brennt, ist doch alles in Ordnung. Es brennt. Wow! Yo, Alter. Ja, wenn du Technik verbrennst, was erwartest du? Dass die Lichter nur weiter brennt? Leute, zündet niemals Plastik an, weil das giftig ist. Also wirklich, ja. Tut das nicht. Mein ganzes Zimmer ist voll mit Rauch. Ach du heilige Scheiße. Warum haben wir keinen Feueralarm, Mann? Was ist das für ein Scheiß, Alter?
Ja, frage ich mich eigentlich auch. Normalerweise sollte jetzt doch irgendwas... Ach so. Ey, Mann, das tut mir gerade wirklich voll leid, ey. Kann man das noch anziehen? Ja, auf jeden Fall. Klar. Ich könnte es vielleicht noch spenden, aber... Dann haben wir hier noch eine kurze Hose. Die sieht nice aus. Die will ich mal probieren. Warum hat diese Hose nur ein Loch, Mann? Beste Hose ever. Ich hab nur ein Bein gehabt, Alter, was ist das? Passt auf jeden Fall, das Hemd ist länger wie der Rock, Alter, da brauchst du den Rock nicht mehr. Hier ist nur ein Loch in dieser Hose, Mann. Wer zieht sowas Scheiß, an, Alter? So, das war dann auch schon tatsächlich alles. Irgendwie tut mir das gerade voll leid, also... Weißt du was, als Wiedergutmachung bügel ich dir dein Shirt. Das sieht ein bisschen zerknittert aus. Nein. Als Wiedergutmachung bügel ich dir das. Oh nein. Oh nein. Dann bin ich fertig. Das war dann auch zieht es an. Der erste Koffer. Für 110 Euro hat sich das, glaube ich, echt gelohnt. Das war echt richtig nice. Dann kommt ja noch ein Koffer. Aber ich muss jetzt zuerst wieder aufräumen. Deswegen sehe ich euch gleich wieder. In wahrscheinlich 3 Tagen. Bis gleich. Also, nächstes Video in 3 Monaten. Und hinten. So, das war's mit diesem Video. Das sind die ganzen Sachen, die in diesem Koffer drin waren. Und übrigens, macht niemals Feuer in eure Wohnung. Ich habe hier Feuerlöscher und Wasser und alles stehen. Aber warte, eigentlich habe ich hier noch einen zweiten Koffer. Wenn ihr wollt, dass ich den aufmache, lasst gerne ein Abo da. Sonst abonniert diesen Kanal und ich werde am Samstag, den 6. Sehr gut. Der Tisch geht in jedem Video kaputt. Wie oft muss der einen neuen Tisch kaufen, Mann? Den 6. November um 18 Uhr werde ich streamen auf Twitch. Da werde ich eine Tasche aufmachen, die ich mir auch ersteigert habe. Und dann sieht man sich. Aber das ist immer so eine Sache. Bei Stream kann er das nicht so cool schneiden, wie es hier macht. Das ist dann wieder so ein ganz anderes Feeling als so hier. Das ist genauso das, warum ich Minecraft nie live spielen werde. Ich weiß, ich muss mal wieder live gehen. Das werde ich auch irgendwann wieder machen. Und das werde ich auch. Ich plane das gerade irgendwie wieder. Und Minecraft spielen werde ich dann nicht, weil ich die dann halt nicht so zusammenschneiden kann, wie ich es mache. Weil ich schneide zum Beispiel die langweiligen Parts, wo ich nur farmen gehe, wo ich nichts sage, weil beim Baum abhacken, was soll ich da sagen? Soll ich mir den Baum sprengen? Gut, mache ich wirklich meistens, aber das schneide ich raus, weil es halt öde ist. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin somit raus.